Cheers, mein Name ist Pinex und herzlich willkommen zurück zu Warhammer 40k Darktide. Heute nochmal auf meinem Ogryn Schädelbrecher. Lass uns keine Zeit verlieren und loslegen. Okay, wir sind direkt in eine Runde geschmissen worden. Gucken wir mal, wie es so läuft. Erstmal kriege ich eine Brandgranate ab, das ist super. So, wir haben eine dicke Keule und immer noch diese anfängliche Schrotflinte, die so einen Schuss schießt und praktisch alles in rotem Dampf zerbersten lässt. So. Aber die Keule ist neu. Hallo, Junge. Oh, wo kommst du denn her? Du könntest ein Problem werden. So, einmal umgerannt. Tot ist das Ding. Okay, Leute. Ich muss mich erstmal wieder dran gewöhnen, dass ich so ein bisschen nach unten gucken muss. Weil ich habe letztens ein bisschen meinen Scharfschützen weiter gelevelt. Und vielleicht nehmen wir demnächst nochmal auch eine dritte Klasse wieder mit dazu, damit wir noch mehr Abwechslung haben in den Videos. Und ich möchte den Grind meiner Klassen beenden. Weil alles in allem würde ich auf jeden Fall super gerne alle Erfolge in Darktide auf Steam farmen. Und da sind teilweise richtig derbe Erfolge bei. Vielleicht muss ich mir dann irgendwann auch mal Leute suchen, mit denen ich zocken kann. Aber schauen wir mal. Ich weiß nicht, wie gut höhere Stufen mit Randoms funktionieren. So, kommt her, Jungs. Zerbolzt. Und ihr steht hier um die Ecke. Warum? Ich kanoniere getötet 2 Stück. Oh, hier oben sind viele. Oh mein Gott. Der dicke Gunner hier muss sterben. Irgendwie hat einer ungerade Probleme. Weil von hinten welche kommen. Versuche mich mal zu dem durchzuschlagen. Könnte natürlich ein Fehler sein. Aber ich will ihn eigentlich retten. Oh oh. Ah, habe ich nicht mehr geschafft. Verdammt. Sorry, Bro. Geh weg. Mir immer noch welche von hinten. Buff. Okay. Das heißt, wir müssen den einen auf jeden Fall retten. Oh, viel zu viele Fernkämpfer hier. Gerade mal eben mein Schild regenerieren. Ne, jetzt kriegen wir schon echten Schaden. Okay. Ich würde, glaube ich, ganz gerne auch gleich Leben nehmen, aber erstmal hier noch den Kampf kämpfen. Okay. Kasamov ist immer noch am Fighten. Er sollte sich auch mal heilen. Hoppala, falsche Taste. Das war ja dumm. Das war ziemlich dumm. Ich muss für mich gestehen, rein vom Spacing auch so alles und so ist der Scharfschütze ein bisschen einfacher zu spielen, aber kann auch sein, dass das daran liegt, dass ich noch nicht irgendwie großartig Skills und Ausrüstung habe. Hier haben wir den Netztypen, ja. Der andere ist ganz schön weit hinten, ja. Hier, Ogryn Scharfschützer. Boom. Boom. Kommt wirklich voll mit Snipen. Boom. Aber es scheint, dass es ein Massivgeschoss ist, ne? Und nicht... Irgendwo ist ein Flammenwerfer-Typ. Und nicht eine Schrotflinte im wirklichen Sinne.
Macht schon ein bisschen Spaß, die auf Entfernung mit dem Ogryn zu snipen. So, die neuen Skilltrees sind ja auch gar nicht mehr so lange weg, im Oktober. Wahrscheinlich für viele von euch, die noch oder die nicht mehr so viel zu tun haben wie ich, für die ist es noch lange hin, aber ich habe noch genug zu tun. Ah, gesniped. Was haben wir? Hoppala. Erstmal die beiden Dinger ins Gesicht geworfen. Ah, die geht aber gut down, oder? Stinkende Schmodderbestie. Butz. Weggesniped. Boom. Boom. Ogryn Sniper. Boom. Dena Sniper. Boom. Krieg ich nicht gesniped. Er hat zu viel Leben. Lebt er noch? Immer noch. Er lebt immer noch. Er lebt immer noch. Er lebt immer noch. Hallo? Na, endlich. Der Ogryn Sniper hat wieder zugeschlagen. Das ist der geheime Ogryn Sniper Build, den ich spiele. Okay. Okay, die Keule ist halt genauso gut wie das Messer eigentlich. So von der Waffenhandhabung her. Kommt jetzt nur von da oder kommt von links noch was nur? Sieht auch echt gut aus hier mit dem Hitzeflimmern. Gibt's doch nicht, ey. I got this, boys. Ich bin Ogryn. Ich brauch da ein bisschen länger. Nach oben war das, okay. Es ist halt auch insane, wie viel man auf Sound spielen kann in dem Game, ne? Oh. Das war keine so gute Idee, glaube ich.
Geht doch. Darf ich mir noch einen Heal reinpfeifen? Merci. Gesniped. Noch 18 Schuss. Da ist ein dicker Gunner. Irgendwo ist ein Hund. Wo kommt der Hund? Kann doch von vorne kommen, oder? Jetzt habe ich jemand von uns in den Rücken gehauen. Angeschossen, meine ich. Hey. Oh, hier kommen Berserker und so. Das Umrennen ist so stark. Sieht das gut aus hier. Spiel ist so schön. Was ist jetzt los? Die ist hochgradig aggressiv. Wäre in so einem Szenario auch nicht das Schlechteste. Hallo, hier bin ich. Oh. Entschuldigen Sie bitte. Kenne ich das hier schon? Das sieht insane aus hier. Wow. Ich bezweifle, dass ich die Mission schon mal hatte. Auch viel mehr Liebe. Ich meine, für Vermintide 2 kommt jetzt auch nochmal eine neue Subclass für den Mage raus. Sniper. Und das hier wird so ein bisschen tiefmütterlich behandelt. Habe ich das Gefühl zumindest von dem, was man so liest. Ich hoffe einfach, dass das dann irgendwann auch nochmal ein bisschen mehr Liebe kriegt. Ich meine, dieses Update mit den Skills und so ist halt schon cool.
Neue Klassen wären auch nice. Könnte halt so viel noch machen, ne? Space Marine Scout oder so wäre halt cool. Ich bin die ganze Zeit friendly fire, weil ich so fett bin. Oh, danke. Ogryn Smash. Wie ist der denn schon explodiert? Von wo kam der? Was machst du da hin? Kleins, Sniper wegmachen? Auf jeden Fall ist die Mucke episch. Nehmen wir mal eben den Heal. Mach die erst hier weg, die drei. Oh wow, das ist der Extraction. Ja, ist der Extraction Point. Wo ist der Hund? Okay, kommt ihr? Nice. Was ist da hin? Jetzt wo ist der hingeflogen, der Hund? Nice. Die war nice. Level 7. Was kriegen wir geschenkt? Messer. Okay. You could nice. Try to play, but you're never gonna beat me. Look the other way, what I'm doing ain't easy. Bloody hands stained from the people who deceive me. Muddy hands break through the chains, go free me. Looking for change, looking for